Und wieder herzlich willkommen zurück bei SimCity. Und wer es kurz zum Schluss gesehen hat, hier war irgendwer dabei. Hier, da. Hier lebt es sich nicht gerade gesund. Wieso nicht? Also. Ja, da hinten ist halt das einzige Krankenhaus. Aber guck dir mal den Unterschied an. 400 zu 1700. Also man sieht ja hier, achso, kostet mich auch schon 1700. Okay. Es kostet mich, was haben wir hier für Ausgaben? 1900, was kostet die Polizei? Station 1700. Und Feuerwehr kostet 875. Und bitte. Na, und die wird dann auch wahrscheinlich 1700 kosten, genau. Die Sache ist, was, wenn ich hier was upgrade? Wenn ich das überhaupt kann, das weiß ich gerade gar nicht. Kann ich hier noch was upgraden? Ja. Dann. Wieso ist das nicht genehmigt? Achso. Hier, das hier. Kostet mich 500, das muss ich halt mindestens drin haben. Was ist das? Das ist doch Bildungsabteilung. Ach ja, nö. Ich glaube, ich kann bloß drei von diesen komischen Zentren bauen. Das finde ich immer so ein bisschen schwachsinnig. Oder schade. Oder keine Ahnung. Wenn man Singleplayer spielt, dann. Geschlossen. Wir stellen Leute einen Bürgermeister aus. Wir haben geschlossen, wir haben keine Mitarbeiter. Da finde ich auch mal geil. Wir bauen jetzt eine Polizeistation. Leute. Wenn das da nicht besser wird, dann weiß ich langsam auch nicht mehr. Wir haben jetzt das hier weggerissen. Ich will aber die Polizei so ein bisschen zentral irgendwo haben. Nee. Zentral. Hier. Aber sie ist halt relativ schnell überall, ne? Das passt. Ich stelle Leute ein. Gleichermaßen müssen wir gleich hier oben gucken, was da Phase ist. Polizeikräfte für Nachbarn verfügbar? Was? Die Polizeikräfte für Nachbarn verfügbar. Verwirrst mich. Spiel. Jetzt brauchen wir ein Krankenhaus. Da oben haben wir schon eins. Und an sich wäre es natürlich da vorne nicht verkehrt. Wir bauen es hier hin. Wir bauen uns da. Doch. Weil wir haben hier vorne halt immer diese ganzen kranken Leute da. Und wir haben zu guter Letzt die Feuerwehrstation. Nicht unwichtig. Bauen wir direkt hier hin. Einfach, um alles sicherzustellen hier. Wir haben schon wieder marode Gebäude. Einfach zu hohe Steuern. Also die Steuern habe ich jetzt schon runtergesetzt. Tut mir leid. Nicht genug Lieferung. Wie kann ich denn die Lieferung verbessern? Noch so eine Frage. Wie soll ich denn bitte die Lieferung verbessern? Also ich sag mal, die Zufahrtswege sind frei. So, ich muss jetzt mal kurz gucken. Ich stelle neue Leute ein. Dann macht mal schnell. So, da ist aber was im Bau. Die hier vorne wollen wahrscheinlich Park. Sie sind. Sagen, ja, ist okay. Aber wollen noch nicht wachsen. Frage ist, wann jetzt hier endlich unsere Stationen besetzt werden. Anscheinend liegt es einfach nur an den Einwohnern, weshalb ich gerade komplett kaputt gehe. Also, kann man eigentlich verlieren bei SimCity? Ich hab's noch nie erlebt. Was ist los? Das ist
ein Einbrecher da. Nee. Nee. Der da. Verbrechen begangen. Kehr zurück nach Hause. Im Casino? Wieso kann ich nicht einfach auf das Gesicht klicken und dann. Ach Mann. Was hat er für eine Aufgabe? Nicht mehr klar. Vielleicht kann sich ja ein Streifenwagen Parkplatz. Bam. So. Was haben wir noch? Treiben Sie Aufklärungsarbeit durch Polizisten in Schulen. Parksexe, Sie bringen den Kindern bei Prävention, blablabla. Frage ist, habe ich in den Parks schon so viele. Also das hilft mir natürlich, das Zentrum hier. Sagen geht, umso besser nutzen, bla bla bla. Klar kostet das jetzt alles mehr, ich weiß. Das ist jetzt schon 2800, aber. Ich denke ja positiv. Vielleicht setzt das hier auch ab. Wahrscheinlich gehen jetzt die ganzen Leute flöten. Da sind sie. Das finde ich auch immer lustig. Einfach mal alle freigelassen. Alle Verbrecher freigelassen. Warum? Warum werden die nicht einfach verfrachtet? So, aber ich habe jetzt, glaube ich, so langsam dieses, wie so ein Arbeiter, Problem behoben. Also, wieso? Also, ja, ich suche halt immer noch Leute. Die, ich kann natürlich dieses Riesending da irgendwie Einwohner-Bumsels machen, tun. Guck mal, die haben auch schon. Das ist alles fit. Wir senken unsere Kosten. Wir senken unsere Kosten. Und wir senken nochmal unsere Kosten. Und Petition zum Bau von. Ich kann auch. Alter. Da gehen wir zu schnell. Ja, ich habe das noch gar nicht ausgewiesen. Dann fangen sie schon an zu bauen. Das wird gleich angenommen. Das ist aber, das ist noch was Gutes. Frag mich halt, ich würde halt wahrscheinlich diesen Park da mal wegreißen. Ich finde auch immer lustig, wenn da steht, bei der Arbeit. Das arbeitet also. Hm. Ich sehe nichts. Da. Ist das geil oder ist das, das ist okay, ne? Ist okay. So machen wir das. Na, guck doch mal, da zieht sich doch was hoch. So soll es doch sein. Also wenn jetzt hier noch mehr sich wohlfühlen würden. Ich kann ja, ich weiß auch immer nicht, ist das halt gut, wenn das alles so hoch ist? Ist denn die Megastadt und ich mache das alles zu gut für eine Stadt? Hm. Guck mal, jetzt ist hier. Hä? Oder haben wir hier auch so wochentagemäßig? Ich will nicht Dienstag die gelbe Tonne und Mittwoch der Papiermüll. Und die schwarze Tonne kommt dann nochmal am, weiß nicht, Samstag vorbei. Ich habe keine Ahnung. Was ist hier? Jetzt können wir die Brände der ganzen Region löschen. Das kann sogar sein. Ich weiß es nicht. Aber. Was ist los? Feuer? Oh, das kann zu einer Explosion führen, Kumpel. Das weißt du schon.
Deshalb finde ich diesen Turm eigentlich, der lohnt sich halt irgendwo. Also wenn es wirklich so ist, Fahrzeuge werden doppelt so schnell ausgesendet. Alles, was das betrifft, finde ich schon ganz gut. Was ist denn? Es gibt doch hier irgendwo eine Statistik. Feuer. Nee. Zurück hier. Zurück. Ich hab genug zu tun. Da kann man doch. Hier, Brandgefahr. Und man kann auch den Typen losschicken für, ich sag mal, Präventionsmaßnahmen. Damit halt sowas hier nicht entsteht. Feuer. Wir müssen schließen. Feuer? Wir müssen schließen? Ach, jetzt fährt erst der Feuerwagen los? Da ist noch. Ach, jetzt ist schon erstmal eine kleine Puppelladen oder was? Ey Leute, das kostet mich gerade so viel Geld hier alles, was ich gebaut habe. Aber ich weiß, das macht alles Sinn. Ich hab's ja. Ich hab doch Casinos. Das ist halt der Vor. Also. Das ist das Für und Wider des Ganzen, ja. Du musst halt irgendwie Geld dran schaffen. Deshalb will ich gerne nochmal so eine Industriestadt richtig bauen, eigentlich. Weil da hat man halt die Probleme immer noch mit dieser Industrie dazu, weil da brauchst du diesen Shit halt wirklich. Da kannst du halt weniger auf Polizei gehen, aber du brauchst definitiv Krankenhäuser und Feuerwachen, damit du halt das Problem hier gerade gelöst bekommst. Weil, ihr seht ja hier oben das Symbol. Das ist halt kein gutes. Genau deswegen. Und Problem ist, die sind von der Technologiestufe halt irgendwie, und das ist halt so ein Chemiebrand. Chemiebrand bedeutet, ich brauche Garage für Chemikalien-Schutzfahrzeug. Habe ich nicht. Brauche ich da halt die Universität. Die Universität brauche ich aber Ingenieursuni in der Region. Und ich habe keine Ingenieursuni, denn jetzt kommen wir zum finalen Strike des Ganzen. Also meine Hochschule hier, das müsste ich bauen. Und dafür bräuchte ich die Bildungsabteilung. Die kann ich da drüben bauen. Kann ich nicht, weil ich habe schon alle drei Plätze genutzt. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu schnell erklärt. So, Bildungsniveau. Ich möchte, wenn ich jetzt das Bildungsniveau anhebe, dann. Mann, no. Kann ich nicht ein zweites? Nö. Ich kann eine Bürgermeisterwille hinbauen, wenn ich will. Was bringt mir die? Das macht da hinten gleich Bumm. Schön. Die freuen sich, wenn es Bumm macht. Nein, natürlich nicht deswegen. Irgendwie knistert es im Moment. So. Knistert immer noch ein bisschen. Katastrophe. Es war eine Katastrophe. So, was kann man jetzt hier bauen? Also wozu? Ah, okay. Steigert die Grundstückspreise letztendlich. Ist nicht genehmigt halt. Jetzt aber fies. Nochmal ein I. Wieso raschelt das jetzt bei mir? Das ist doch bestimmt bei der Aufnahme auch wieder. Was ist denn los? Oh, das raschelt nochmal. Ich mache einen ganz kurzen Cut und dann hören wir hier gleich los. Es knistert. Ich
weiß, das Knistern ist später dann auch da. Aber ich weiß nicht, woher es kommt. Egal. Es geht auch um die Stadt. Aber habe ich jetzt schon gehört? Wo sind jetzt meine ganzen Einnahmen? Ach nee, jetzt mache ich wieder. Alles klar. Das war wieder. Achso, war wieder Tageswechsel. Ich weiß gerade nicht, woher das dieses Knistern kommt, aber. Hier findet ein Diebstahl statt. Polizei. Nice. Aber ich habe jetzt 10 Streifenwagen. Jetzt sagt nicht, ich brauche noch mehr. Das ist das, was ich jetzt gerade meine. Der will halt das hier haben. Ach ja, boah, alles klar, komm. Money in the Bank, wir machen das. Gleich direkt hier abgeholt. Keine Chance. Keine Chance. Und es knistert immer noch. Mich nervt das so. Ich hoffe, es ist echt nicht in der Aufnahme, damit ihr das auch noch hören müsst. Wir gucken. Was können wir jetzt machen? Er sagt halt immer noch, ich sollte eigentlich Wohngebäude hier ausbauen, aber. Es werden Arbeiter gebraucht. Ansonsten muss ich halt einfach echt dieses große Ziel anstreben. Weil ich davon kein Freund bin. Achso, da sind sie, die neuen. Okay, ich wollte die oberen 10.000. Boah. Ihr hört das alles, glaube ich. Tut mir echt leid. Können wir jetzt eigentlich das hier auch wegreißen? Okay, ich würde sagen, wir machen hier einfach einen Stopp. Ich kümmere mich um dieses komische Soundproblem und sage einfach bis zum nächsten Mal. Tschüss.